keine Ahnung, wie es Ihnen geht, aber eigentlich macht Ampelbashing keinen richtigen Spaß mehr, weil es so Mainstream ist. Aber sie zwingen einen förmlich. Ich sage nur Klimageld. Dass es in dieser Legislaturperiode nun wohl doch gar nicht mehr kommt, ist ein schwerer Fehler. Der CO2-Preis ist gerade hochgegangen, wissen Sie, von 30 auf 45 Euro pro Tonne. Deswegen kostet zum Beispiel der Liter Benzin seit Januar im Schnitt über 4 Cent mehr. Und falls Sie sich jetzt fragen, Klimageld, was war das nochmal? Ah, das ist ein Vorhaben des Koalitionsvertrages, dass wir in der Lage sein wollen, Einnahmen aus der CO2-Bepreisung an die Menschen zurückzugeben. Ja, genau hinhören. Er sagt, wir wollen in der Lage sein, den Menschen was zurückzugeben. Nicht, wir wollen den Menschen was zurückgeben. So, jetzt sind Sie aber weder willens noch in der Lage, weil es immer noch nicht gelungen ist, unser aller Steuernummern mit den IBAN zu verbinden. Und weil das Geld leider irgendwie alle ist. Ja, ist alle. Verplant, weg. Ist so. Schade. Blöd. Also, verstehen Sie es bitte nicht falsch. Es kommt was rein durch den CO2-Preis, aber Sie haben es schon für andere Sachen verplant. Zum Beispiel für Wärmepumpen, Häusersanierung und grüne Stahlfabriken. Das heißt, Hausbesitzer und Stahlproduzenten kriegen was, aber wer einfach nur tankt oder heizt oder lebt, guckt in die Röhre. Denken die wirklich, das kommt gut an bei den Bürgern? Ich lasse mal diese Frage im Raum verhallen. Gute Idee. Sehr gute Idee, das würde ich auch. Ja. Erst hieß es, Klimageld kommt 2024, dann 2025. Neulich war in der Ampel sogar plötzlich von 2027 die Rede. Ab 2027 auf alle Fälle. Auf alle Fälle 2027. Großes Ampel-Ehrenwort. Also spätestens 28. Es sei denn, es fehlen noch IBANs, dann 29. So, wenn der Staat diese Einnahmen behält und nicht an uns zurückgibt, dann nennt man das Steuern. Und zwar ungerecht, denn sozial schwache Haushalte geben anteilig viel mehr für Tanken und Heizen aus. Man muss halt neuerdings Prioritäten setzen. Auch junge Familien müssen sich wahrscheinlich bald entscheiden, noch ein Kind oder doch eine Wärmepumpe. Vergleichen wir diese beiden Produkte mal ganz nüchtern. Babys, ja, sie sind süß, bis auf die hässlichen, aber sie haben eine katastrophale CO2-Bilanz, sie können absolut nichts und sie kacken einem die Hütte voll. Die Wärmepumpe dagegen macht die Hütte warm, ist super fürs Klima und sie zieht nicht mit 18 aus und will danach nur noch Geld. Fazit, 3:0 für die Wärmepumpe. Ein No-Brainer. Es ist ein No-Brainer. Ah Mensch, ich merke gerade, jetzt haben wir doch schon wieder mitgebasht. Das nächste Ampelbashing. Kinder. Das geht doch auch konstruktiver, meint Till Reiners. Pimp My Ampel mit Motivationscoach Till Reiners. So, Ampelmusen, genug geheult. Ihr seid die Regierung, ihr regiert. Jetzt muss der Bürger das nur noch merken. Ja, ihr habt tierisch underperformed, aber selbst euch kann ich in wenigen Schritten nach vorne ficken. Let's go! Punkt 1, fucking Zuversicht. Motto, wir haben 100% Bock auf die Zukunft. Egal, wie groß die Probleme sind. Mit dem Mindset könnt ihr wieder begeistern. Ich nehme mir das zu Herzen. Und zugleich weiß ich, wir in Deutschland kommen da durch. Meine Fresse, dann sag es deinem Gesicht. Und guck nicht wie ein Beerdigungsunternehmer. Trotzdem, selbst mit dem kann man noch Wahlen gewinnen. Bisschen Typveränderung, vielleicht ein bisschen mehr Haare wagen. Ja, und ans Gesicht müsste man natürlich auch noch ran. Ah. Zack, schon ist das Kanzlermaterial. Nächster Punkt, sich auch mal geil finden. Zum Beispiel hat die Ampel für ihren Haushalt gerade über 6 Milliarden Euro gefunden. Ich weiß jetzt nicht, warum sie die verloren haben, aber das ist ja gar nicht der Punkt. Die Ampel hat 2/3 ihrer Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt oder angefangen, die umzusetzen. Ruft den Bürgern also zu, wir sind die Ampel und wir halten zusammen. Parteivize Wolfgang Kubicki glaubt nicht, dass die Ampel 2025 erleben wird. Er sagt das Ende voraus. Ja, aber auch das kriegen wir hin. Gar kein Problem. Kubicki ist ja Fan von Kreuzfahrten, die er nicht bezahlen muss. Spendiert dem eine Kreuzfahrt und dann legt das Schiff einfach nie an. Problem gelöst. Weiter, ganz wichtig. Mit den Bürgern endlich wie mit Erwachsenen reden. Wir können die Wahrheit vertragen. Doppelwumms, das ist Babysprache. Die Leute wollen endlich klare Aussagen. Und das kann der Scholz ja. Auf Pommes Mayo oder Ketchup? Mayo.
Siehste, Sparpolitik und Kürzungen, ja, aber mit Mayo. Es geht nicht mehr ohne Zumutungen, die müssen nur gerecht verteilt werden. Schade, dass die Ampel jetzt steuerlich vor allem Besserverdiener entlastet. Das kann auch keiner nachvollziehen, geschweige denn feiern. Also es sei denn, man ist Bundestagsabgeordneter bei der FDP und spürt ansonsten gar nichts mehr. Ja! Das ist super Energie, nur die Botschaft ist furchtbar. Pimp my Ampel! Und wo wir schon dabei sind, pimp auch meinen Bürger! Ja, da rede ich jetzt mit euch. Ja, ihr sitzt ja rum, einmal die Woche, 30 Minuten und lacht ab über die da oben und glaubt damit, die Welt zu verbessern. Dabei sind wir doch alle unausstehlich. Wir wollen mehr Tierwohl, aber 5 Kilo Nackensteak für 1,99. Die Ampel soll gefälligst sparen, aber natürlich nicht bei mir. Deutschland ist wie so eine Baustelle, wo nur noch drei arbeiten und die anderen stehen meckernd daneben und sagen, also, würde ich anders machen. Ganz ehrlich, ich würde mich nicht regieren wollen. Auch wir müssen besser werden. Spontane Übung. Ich zähle jetzt bis drei und dann rufen hier alle mal rein, was ihr am geilsten findet an der Ampel. 1, 2, 3. Ich gehe nach Hause. Ich auch. Till Reiners, meine Damen und Herren, vielen Dank. So, Kinder, ich hoffe, die Kamera läuft, denn ich halte nicht an. Abonniert den Kanal hier. Danke, euer Gernot Taskknecht. So, ich gehe wieder nach Hause. Schönen Feierabend, Jürgen. Ciao.